Willkommen in Ushuaia. Eine Reise in die Antarktis. Das ist für viele ein absoluter Lebenstraum und wir lassen genau diesen Traum wahr werden hier mit der MS Hamburg, dem kleinsten Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Und so eine Reise in die Antarktis, die hat auch mal was Abenteuerliches. Ihr seht jetzt vielleicht, dass das Bild ein bisschen schwankt. Das liegt daran, dass man sich jetzt auch hier schon heute am ersten Tag an Bord erstmal an die Schiffsbewegungen, also an den durchaus vorhandenen Seegang gewöhnen muss. Gestern sind wir nämlich erst aufgestiegen auf die MS Hamburg in Ushuaia. Ushuaia, das liegt in Argentinien und ist die südlichste Stadt der Welt. Jetzt heute also haben wir einen Seetag vor uns und werden uns erstmal mit den Gegebenheiten hier an Bord vertraut machen. Das heißt, wir erkunden ein bisschen das Schiff. Wir lernen aber auch kennen, was es bedeutet, in die Antarktis zu reisen. Denn da kommen einige Besonderheiten auf uns zu, die eben auch bedeuten, dass wir uns an Umweltauflagen natürlich halten müssen und auch halten wollen. Dass es einfach viel mehr zu beachten gibt, als man das vielleicht von einer Standardkreuzfahrt kennt. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, etwas sehr Abenteuerliches. Morgen sind wir dann zuerst auf den Falklandinseln und ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ihr uns auf dieser ganz besonderen Reise begleitet. Die dicke Jacke, die kann jetzt erstmal auskommen. Das ist ja auch so eine Sache mit der ganzen Kleidung, die man für so eine Expeditionskreuzfahrt braucht. Von Gummistiefeln über Überziehhose, Outdoor-Kleidung. Ich kann euch sagen, das ist eine ganze Menge. Wie man da am besten packt und worauf wir alles geachtet haben, das schauen wir uns an späterer Stelle in den Videos an. Jetzt für den Moment würde ich vorschlagen, wir gucken uns erstmal wirklich das Schiff an, die MS Hamburg. Wir befinden uns aktuell jetzt hier auf Deck 6 und arbeiten uns einmal nach unten weiter durch. Auf Deck 6 befindet sich zunächst erstmal der Palmgarten. Hier werden Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskuchen sowie das Abendessen in Buffetform serviert. Dieser Bereich ist sehr schön lichtdurchflutet und die Speisen am Buffet wechseln natürlich täglich. Hier seht ihr zum Beispiel auch, was es diesen Tag zum Mittagessen gab. Jeden Mittag gibt es außerdem auch eine Pizzastation, welche während dieser Reise noch zu einem täglichen Anlaufpunkt für uns werden wird. Hin und wieder gibt es auch Specials, welche dann direkt am angrenzenden Pool zubereitet werden. Diesmal war das ein sehr leckeres indonesisches Gericht. Eine Wasser- sowie Kaffee- und Teestation ist jederzeit geöffnet und im Reisepreis bereits inkludiert. Alle anderen Getränke gibt es gegen Aufpreis. Direkt neben dem Restaurant befindet sich der Fitnessraum, welcher während unserer Reise tatsächlich sehr gut besucht war. Auf Deck 5 finden wir die Bordbibliothek mit einer Auswahl an Büchern, Zeitschriften und Gesellschaftsspielen. Die passenden Spieletische gibt es dann in der angrenzenden Weinstube. Dieser Bereich wurde modern renoviert und verfügt auch über eine kleine Bühne für Entertainment. Ein Außenbereich zählt ebenfalls zur Weinstube. Wie versprochen gibt es nun auch noch einen Blick in die Getränkekarte. Wir haben die Preise hier als absolut moderat und sehr fair empfunden und auch kein Getränkepaket gebucht. Viele andere Gäste haben es allerdings schon vor Abreise gemacht und hier habt ihr dann die Wahl zwischen einem Silber-, Gold- oder Platinum-Getränkepaket. Für ein paar kleine Souvenirs verfügt die MS Hamburg auch über einen Boardshop, welcher jeden Tag für einige Stunden geöffnet hat. Wir springen ein Deck nach unten und sind somit auf Deck 4 mit der Show Lounge. Hier finden alle abendlichen Shows und Filmvorführungen statt, sowie tagsüber Vorträge der mitreisenden Lektoren. Die MS Hamburg hat kein eigenes Showensemble, es gibt jedoch auf jeder Reise verschiedene Gastkünstler. Und weiter geht es auf Deck 3. Der Rezeptionsbereich ist hier natürlich zentraler Anlaufpunkt für alle Anliegen rund um eure Reise. Kleiner Tipp für alle Hungrigen unter euch. Täglich könnt ihr hier vor dem Essen schon einmal einen Blick in die Speisekarte des Restaurants werfen. Und das Bedienrestaurant, das befindet sich dann praktischerweise auch direkt gegenüberliegend. Zu Beginn der Reise wird euch hier ein fester Platz zugeteilt, welchen ihr für den Rest eurer Kreuzfahrt beim Abendessen behaltet. Und nun werfen wir zum Schluss auch noch einen Blick in unsere Kabine auf Deck 2. Das Interieur ist vielleicht optisch etwas in die Jahre gekommen, der Platz war jedoch für die 2,5 Wochen mehr als ausreichend und der Blick,
durch dieses wunderschöne große Fenster, der war natürlich ohnehin das absolute Highlight. Das war unser Schiffsrundgang über die MS Hamburg. Jetzt aber schnell umziehen und fertig machen, denn es steht für heute Abend das festliche Begrüßungsdinner auf dem Programm. Mit der MS Hamburg zu reisen bedeutet auch, dass wir eine klassische Kreuzfahrt erleben. Und dazu gehört ganz standesgemäß auch ein Gala-Kapitänsempfang. Für den haben wir uns jetzt fertig gemacht und freuen uns, die Crew kennenzulernen und uns gemeinsam auf die bevorstehende Reise einzustellen. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Willkommenscocktail auf dieser besonderen Reise mit einem Expeditionscharakter auf dieser Weihnachts- und Silvesterreise. Schön, dass Sie da sind. An diesem Abend haben sich die Künstler der Reise präsentiert und es war ein buntes Programm mit Musik von Band über Panflöte bis hin zum Zauberer. Und eine Einstimmung auf den morgigen Tag? Ja, die hatte der Kapitän schließlich auch noch für uns. Morgen und übermorgen, es wird sehr windiger Tag. Aber diese Reise ist Expeditionreise. Wetter ist Wetter. Der Kapitän hat nicht zu viel versprochen. Willkommen auf den Falklandinseln, wo uns beeindruckende Landschaften, aber auch ein ordentlicher Sturm erwarten. Aber egal, wir sind schließlich hier, um ein echtes Abenteuer zu erleben. Also lassen wir uns von dem Wind nicht abhalten und statt mit dem öffentlichen Shuttlebus zu fahren, wandern wir doch einfach zur Gypsy Cove. Die ersten Pinguine der Reise! Erster Ausflug der Reise und wir nehmen die Sache mit der Expedition auf jeden Fall schon sehr, sehr ernst. Denn wir sind ja auf den Falklandinseln in Port Stanley und man hätte, um zu den Pinguinen zu gelangen, auf jeden Fall auch eine easy Bustour buchen können. Aber ja, dachten wir uns, easy, 10 Kilometer one way, das schaffen wir auch so. Und haben uns deswegen für eine kleine Wanderung entschieden. So weit, so gut. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, war auf jeden Fall der Wind. Denn es ist wirklich stürmisch heute. Zwischen 30 und 40 Knoten Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt mit der Kamera. Wenn dann die ganze Zeit der Sand und die Steine ins Gesicht wehen, dann ist das richtig cool. Aber abenteuerlich in jedem Fall. Und wir haben gerade die ersten Pinguine der Reise gesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich auch super, super spannend, das zu beobachten. Die Kulisse, die Natur, traumhaft schön. Und wir haben gerade sogar auch Pinguin-Nester, also beziehungsweise die Brut gesehen. Natürlich, also ganz wichtig, mit entsprechend Sicherheitsabstand. Man kommt da nicht nah dran, sondern das wird alles eingehalten. Aber natürlich trotzdem an der Stelle super spannend zu sehen auf jeden Fall. Diese beeindruckende Natur und Weite haben wir noch eine Weile genossen, bevor wir uns schließlich auf dem Rückweg zum Schiff gemacht haben. Diesmal allerdings nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Bus. Nach unserem sehr, sehr windigen Ausflug sind wir jetzt wieder zurück an Bord der MS Hamburg, haben uns so ein bisschen frisch gemacht, jetzt gleich für die Lounge, denn in der Lounge, da wird eine Einführungsveranstaltung stattfinden, die für alle Gäste verpflichtend ist, denn wir bekommen erklärt, wie das mit den Zodiacs funktioniert. Morgen soll nämlich unsere erste Zodiac-Anlandung stattfinden, also unsere erste richtige Expedition sozusagen. Heute war ja mehr oder weniger mit dem Tennern ein ganz normaler Landgang, aber morgen, da sind wir in West Point. Das zählt noch zu den Falklandinseln und dort geht es dann das erste Mal raus und hierfür werden wir dann auch eingeteilt, wohl in Zodiac-Gruppen. Wie das alles funktioniert und was wir dabei beachten müssen, das, wie gesagt, soll jetzt gleich in der Lounge stattfinden. Ihr seht, ein bisschen windig ist es auf jeden Fall immer noch. Ich glaube, es ist ein Thema, was uns während dieser ganzen Reise begleiten wird. Ist aber auch vollkommen egal. Gewöhnt euch an die Sturmfrisur. Wir gehen jetzt einmal rein in die Lounge. So, also normalerweise wollte ich euch ja jetzt berichten von der Zodiac-Einweisung. Jetzt sind wir hier auf Kabine, also ein bisschen eine Planänderung. Denn tatsächlich sind wir hingegangen zu der Einweisung in der Lounge und dort hieß es relativ schnell, das wird jetzt nicht stattfinden.
denn ich habe es vorhin auch schon angekündigt, es ist relativ windig und das hat jetzt auch dazu geführt, dass wir eine Kursänderung haben. Das heißt, morgen geht es leider nicht nochmal zu den Falklandinseln. Das heißt, die Expedition für morgen, die ist abgesagt. Die Winde wären einfach viel, viel, viel zu stark. Das heißt, man könnte gar nicht mit den Zodiacs wirklich an Land gehen. Das gehört eben auch dazu bei einer Expedition, die Abenteuercharakter hat, dass man auf Wind- und Wetterverhältnisse viel, viel mehr angewiesen ist, das viel, viel mehr beachten muss als bei einer normalen Kreuzfahrt. Naja, und somit hat der Kapitän beschlossen, Zodiac-Fahrt kann leider nicht stattfinden, diese Expedition. Stattdessen werden wir jetzt direkt den Weg wirklich in die Antarktis antreten. Das ist natürlich super, weil wir dadurch einen extra Tag in der Antarktis bekommen. Heißt aber auch, dass uns heute Nacht ein ganz besonderes Highlight bevorsteht. Die einen fürchten sie, die anderen wollen sie unbedingt mal erleben. Es ist die berühmt-berüchtigte Drake-Passage. Wenn es wahrscheinlich einen Ort der Welt gibt, wo man mit Seegang und Wellengang par excellence rechnen kann, dann ist es die Drake-Passage. Hier treffen unterschiedliche Meeresströmungen aufeinander. Das heißt, es wird ordentlich schaukeln. Wir haben aktuell sowieso sehr, sehr stürmische Verhältnisse. Das merkt man auch jetzt. Also wir haben es jetzt kurz nach 21 Uhr und gegen Mitternacht werden wir die Drake-Passage erreichen und es ist jetzt schon wirklich stürmisch. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist die Kabine seefest machen. Das wurde uns auch extra geraten, dass wir alles gut wegpacken sollen. Wertgegenstände noch am besten mal im Pullover oder in Klamotten einhüllen. Gerade Laptops, Kameras, damit nichts durch die Gegend fliegen kann. Alle Türen schließen. Also es wird wirklich groß angekündigt, dass man sich jetzt hier auf diese Passage vorbereiten soll. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, was uns gleich erwartet. Aber es nützt alles nichts. Wir wollen in die Antarktis, also müssen wir da jetzt durch. Seetabletten, Seekrankheitstabletten haben wir für den Notfall dabei. Jetzt lass uns mal die Kabine hier ordentlich machen. Nach einer schaukligen Nacht waren wir natürlich auch am nächsten Morgen noch in der Drake-Passage und die Schiffsbewegungen schon deutlich spürbar. Da haben wir uns gefragt, warum ist das eigentlich so, dass die Drake-Passage so berühmt-berüchtigt ist? Und wer könnte uns diese Frage natürlich besser beantworten als the Captain himself, Maxim Dolgov? All, let me say, strong winds, if to use simple words, passing by Cape Horn, we pass by between the area between Cape Horn and Antarctica, mm-hmm. coming from west to east. Yeah. It always happens, never come back. If it will be back, it means some phenomena and something happened with our Earth. 60 degrees is the latitude of hurricanes. Okay. That's why, and exactly parallel, 60 degrees latitude is located in the middle mm-hmm. between Cape Horn, South America, and Antarctica. Okay. That's why normally the ships experience the most strong winds in this area. Wir haben unsere Reise hier in Ushuaia gestartet und sind dann hier weiter hochgefahren zu den Falklandinseln. Hier sieht man auch Port Stanley und dann hier drüben West Point. Das musste dann ja leider ausfallen aufgrund der starken Winde. Stattdessen sind wir wirklich direkt runter durch die Drake-Passage. Man sieht ja auch Drake-Passage. Hier steht's nochmal und hier unten befindet sich Elephant Island, also die erste Passage in der Antarktis, die uns heute noch bevorstehen soll. Elephant Island auch aufgrund der Tatsache, dass es von oben betrachtet wie so ein Elefantenkopf hier mit dem Rüssel aussieht und dort also wie gesagt das erste Mal Eisberge, was für heute geplant ist. Und dann hier ganz unten befindet sich also die Antarktis, die wir dann weiter erkunden werden. Die letzten Vorbereitungen für unsere erste Anlandung in der Antarktis sind in vollem Gange. Ich stehe jetzt vor der Lounge und wir werden jetzt hier gleich eine große Vacuum-Party starten. Also sprich, alle bringen ihre gesamte Oberbekleidung mit, die sie in der Antarktis gerne tragen wollen. Sprich,
Jacken, Mützen, Überziehhosen, Gummistiefel, alles wird hier einmal in die Lounge gebracht und gründlich abgesaugt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht irgendwelchen Sand oder irgendwelche Keime mit reinschleppt in die Antarktis. Zusätzlich werden dann auch noch die Gummistiefel gründlich desinfiziert, weil die natürlich dann den Boden berühren werden in der Antarktis. Das heißt, hier wird jetzt einmal eine große Staubsaugparty veranstaltet und dann sind wir, was die Klamotten betrifft, auch schon wieder einen Schritt näher am Abenteuer Antarktis. Später gab es dann auch noch eine Vorbereitung auf unsere erste Expedition mit Sicherheitseinweisungen sowie Hinweisen zum korrekten Verhalten in einem solch sensiblen Gebiet wie der Antarktis. Und dann war es auch endlich soweit. Gegen Abend konnten wir die ersten Eisberge erspähen. Alle Gäste sind ganz aufgeregt zur Reling gelaufen, um diesen besonderen Moment zu erleben. Unsere Ankunft in der Antarktis. Doch Moment, da war ja noch was. Wie ist sie denn nun gewesen, die berühmt-berüchtigte Drake-Passage? I'm happy, I'm really happy, because the weather was nice, Drake was normal, even was better than usual. Super, perfekt. Ja. Besser kann man sich nicht. Okay, Ententeich wünscht man allen, ja. Aber passiert nicht. Drake ist dadurch bekannt, dass es Drake Passage ist. Und es ist einfach geologisch so, dass da diese Stürme entstehen. Und wir müssen durch. Und wir müssen zweimal durch. Also, Drake Nummer 1 gut gemeistert. Und Nummer 2? Ja, das erfahrt ihr dann bei unserem Rückweg aus der Antarktis.